Melissa, wie alt sind die Möhren? Warum? Ich erinnere mich ein bisschen an meinen Opa. Ja, ich würde sagen, dann wird es Zeit für Resteverwertung. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Es wird mal wieder Zeit für Restlos Glücklich. Und deswegen machen wir heute eine wunderschöne, und ich übertreibe nicht, Gemüsequiche. Genau. Und zwar haben wir hier Gemüse, das nicht mehr ganz so schön ist, ein bisschen wobbly, aber perfekt dafür geeignet. Los geht's. Während du da fleißig den Teig vorbereitest, schneide ich schon mal die Zucchini in ganz viele Streifen mit einem Sparschäler, weil das wird dann später in so einem Kreis angeordnet, so ein bisschen wie so eine Rose. Und das, ja, werde ich das ganze Video lang machen. Wenn ihr sagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf Streifen schneiden, dann könnt ihr hier oben hinklicken, da haben wir eine Brokkoli-Quiche gemacht. Geht auch sehr einfach und gut und schmeckt ebenso gut. Ja. So, und für eine Quiche mache ich einen Mürbeteig, das ist klassischerweise Weizenmehl und Butter und ein Ei und Salz, aber easy peasy. Aha, sehr schöne Streifen da an dieser Stelle. Sehr schöne Streifen. Wo gehobelt wird und so? Da fallen Zucchini-Späne. Oh, das wäre voll geil, hätten wir so einen riesen Gemüsehobel. Nee, wobei, das ist eine Mandoline und damit schneide ich mich. Ja. Nee, Sparschäler schon viel sicherer. Auf jeden Fall. Hört nicht auf diesen Mann. Ich habe doch gesagt, Sparschäler ist viel sicherer. Möchtest du die Leute verletzen? Nein. Vom Prinzip her ist es so ein bisschen Ratatouille der Film als Quiche. Wieso? Na, weil das auch so angerichtet ist, so schön, also ne, Scheibchen für Scheibchen, so ganz delikat. So. Wir machen es nur als Quiche. Hierzu kommt jetzt noch ein Ei. Und jetzt bringen wir noch den Lieschen Mürbeteig-Trick mit ins Spiel. Kein Joke, ich habe die ultra geheime, mega krass Geheimzutat herausgefunden. Wirklich, ey, seitdem habe ich nicht mehr so viel Hass für Mürbeteig. Einfach ein kleiner Schluck Essig. Und dann lässt er sich geschmeidig ausrollen, wenn er ein bisschen ausgekühlt ist. Ist so. Also nur ein kleiner Schluck. Frag mich warum, irgendwas mit Gluten. Ja. Ich denke mir jetzt nichts dazu aus, was irgendwie intelligent klingt. Es ist einfach so. Salz fehlt noch. Aus so einer Zucchini kommen wesentlich mehr Streifen raus, als ich dachte. Ja, und du fängst gerade erst an. Wir haben noch eine gelbe. Ja. Wenn ihr die Quiche super schön haben wollt, also nur die grünen Streifen, dann könnt ihr den Kern auch noch sehr gut einfach klein schneiden, in die Mitte reinlegen oder einen Salat draus machen. Wir haben so viel mit Zucchini gemacht. Ist so. Man kann auch super Kuchen daraus machen. Ja. Einfach schreddern. Ich finde bei Teig immer sehr witzig, dass es so mehrere Stadien gibt, je nachdem wie viel Wasser drin ist. Ab in Frischhaltefolie. Gut. Das geht in den Kühlschrank und kühlt jetzt gut aus, damit wir den schön ausrollen können. Und wenn du jetzt weiterhin noch weiter schälst, mache ich unsere Creme, die da noch reinkommt. Yes. Die Mohrrüben. Ja. Come on. Aua. Sehr scratchy. Übrigens, Lifehack, wenn die so ein bisschen sehr elastisch sind, schmeißt die einfach in ein Glas voll Wasser und dann werden die wieder knackig. Bilden mit Melissa. Ich reibe etwas Parmesan klein. Hier, guck mal. Da ist ein Stück zum Reiben und eins, das du so essen kannst. Geil. Das sieht vor allem, nee, es ist schon gerieben, es sieht so ein bisschen aus, als hätte Melissa hier einfach so ein Stück abgebissen. Okay, Leute, wer kennt das nicht, dass man abends an den Kühlschrank geht und ein Stück Käse isst? Hä, das ist doch normal, oder nicht? Ja, aber wer beißt einfach so in ein Stück Parmesan einfach rein? Ihr dürft das gerne schreiben, also ein Stück Gouda oder Cheddar, verstehe ich, aber ein ganzes Stück Parmesan. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen witzig, dass du es dann wieder zurückgelegt hast. In diesem Haushalt hier weiß doch jeder. Wer in den Käse hier weiß. Ist doch so. Das Endstück vom Parmesan, das man jetzt nicht mehr so gut reiben kann, das könnt ihr aber wunderbar in Suppen zum Beispiel reinschmeißen und auskochen, wenn wir hier gerade bei Restlos sind. Und die könnt ihr auch, wenn ihr sie nicht sofort verwenden wollt, einfach einfrieren. Und dann halt reinschmeißen, wie Gemüsereste halt. Ja. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht, wie ihr aus Gemüseschalenresten eine Suppe machen könnt. Findet ihr hier oben. Boah, wie cool die aussieht. Wow. Wow, Rave-Mohrrübe. Als gerade diese lilanen Kartoffeln hier aufkamen, hat mein Opa die direkt angepflanzt, hat gekauft, eingepflanzt und dann hatten wir die halt öfter. Und dann war das auch so, wow. So, in die Schüssel kommt jetzt Creme Fraiche, weil unser Gemüse so aufgeschichtet wird. So eingefaltet kommt die Creme unten auf den Boden. Bam! Ihr könntet auch, wenn ihr keine Creme Fraiche übrig habt, auch Schmand nehmen zum Beispiel. Ne? Das, was halt da ist. Ja. Ein Stückchen Milch rein, damit es geschmeidig wird. Wow. No. Mm. Parmesan-Turm mit Gipfel, Käsegipfel. Schieben wir den Berg mal hier rein. Abgebaut.
Das wäre doch dein Game. Boah, Käse-Jenga. Und dann darfst du es immer essen. Du musst schon oben drauf stapeln, aber der Verlierer darf es nicht essen. Ja. Das heißt, du spielst wirklich um was. Ja. So, Creme wird natürlich noch ein bisschen gewürzt. Pfeffer, Salz. Pressen jetzt noch eine Knoblauchzehe rein. Und etwas Muskatnuss. Ja, du hast ja auch das kleinste Brett genommen, ne? Ja, ich habe irgendwie komplett diese Gemüsesache hier unterschätzt. Ja, ich merke schon. Wenn ihr in euer Gewürzschublädchen oder Schränkchen guckt, welche Kräuter werden sich da höchstwahrscheinlich finden, die da ein Dasein fristen? Kräuter der Provence. Ist so. Ja, ich habe sehr viel Parmesan reingemacht. Woo! Oh, das ist aber scharf. Geil. Okay, wo ist der Punkt, wo du irgendwas nicht mehr isst? So, jetzt meinst du vom Stehen her? Ja. Naja, offensichtlicherweise dann, wenn es wirklich nicht mehr gut ist. Also weil das Haltbarkeitsdatum sagt ja erstmal nichts. Nö. Das ist ja dann noch meistens gut. Ein geschimmeltes Brot. Ja. Das jetzt nicht unbedingt. Also probier schon immer erstmal alles. Ne? Mhm. Isst der Boden auch mit? Ja, schon drei Stück schon. Probier schon immer erstmal alles. So, Creme ist fertig. Alles andere auch. Also du schälst noch, dann warte ich, bis du fertig geschält hast. Der Teig. Wir schälen da mal jetzt und warten, bis der Teig kühl ist. Und dann räumen wir aus und geht los. Ja. Sehr gut geschreddert hier. Danke, danke, danke. Ich hole mal unseren Teig heraus. Yes. Ich bemehle schon mal die Arbeitsfläche. Jawohl. Du machst das da so fleißig, dann fette ich mal die Form ein. Unsere Quiche-Form hat einen herausnehmbaren Boden. Seht ihr? Zack. Wir können die nachher einfach ausdrücken sozusagen. Wenn ihr das nicht habt, dann nehmt ihr noch ein bisschen Mehl und bestäubt damit noch ein bisschen die Form, weil dann geht es super easy raus. Einmal hier drüber, auch da wieder mit ein bisschen Mehl arbeiten. Drauf, über, flap, 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 flap. So, und wenn es nicht ganz perfekt ist, könnt ihr die Randreste einfach dann randrücken. Wir pieksen da jetzt ein paar Mal rein, damit der Boden nicht aufgeht. Und dann verteilen wir auf dem Boden die Creme. Mhm. Plap, 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 plap. Wenn ihr diese Geräusche nicht macht, wird dieses Rezept leider nichts. Ja, ich verarbeite auch die restlichen Klänge in meinem Körper. Die kommen da auch mit rein. Es ist einfach so unendlich viel Parmesan drin, dass die Creme so ein bisschen stückig geworden ist. Ah. Nicht schlimm. Mmh. So, und jetzt beginnt gleich der lustige Part. Mhm. So, damit es ein bisschen schneller geht, stapeln wir jetzt hier einfach so ein bisschen und legen es dann rein. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Mhm. Wow. Beautiful. Ja, schön. Mit dem Rest machen wir einfach einen hübschen Salat gleich. Und jetzt kommt es ab in den vorgeheizten Ofen. Ich hole mal unsere Schönheit aus dem Ofen heraus. Hol mal raus. Hey, zum Glück ist der Weg nicht so weit. Ah, oh. Wow. Fantastik. Jetzt haben wir nicht nur ein Stück leckere Quiche, sondern auch noch einen Salat dazu. Yes. Der genauso bunt ist. Das ist quasi Sudels für Faule. Stimmt. Du hast schon rein. Leute, nehmt diese Angeber-Quiche mit und alle Leute werden sie auf Instagram posten. Aber wenn ihr noch andere Rezepte haben wollt, dann haben wir hier noch die letzten Restlos-Glücklich-Videos an der Seite. Auch sehr gut. Ja, und wenn ihr alle eure Reste losgeworden seid, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.